Wie wir es schon hörten, das Bildungscamp gehört inzwischen zum digitalen Brauchtum und zum Brauchtum gehören natürlich auch Traditionen, Rituale und eines davon möchten wir heute pflegen, nämlich das Interview mit Thorsten Labik und André Spang. Ja, besser bekannt als Herr Labik und Tastenspieler. Und ich erinnere mich noch recht gut, als wir beim ersten OER-Kämpfe freie Bildungsmaterialien hier in Köln zusammensaßen, oder mehr, wir standen draußen, und etwas wurde geboren. Wie steht's um den Ad-Chat? Ja, dem Ad-Chat geht's besser denn je, genau, der wurde da geboren, kurz vorher, glaube ich. Und wir haben jetzt die 100. Folge gefeiert und sind da auch ein bisschen stolz drauf, weil wir es wirklich durchgezogen haben, jeden Dienstag einen Chat stattfinden zu lassen. Und mittlerweile haben wir das Konzept auch erweitert, aber da möchte ich jetzt nicht zu viel verraten, denn der Thorsten, der will ja bestimmt auch noch ein paar Sachen erzählen. Und wir werden weitermachen auf jeden Fall. Ganz kurz für die Menschen, die jetzt nicht denken, EdChat, was war das noch gleich, Thorsten? Was ist EdChat.de? Man trifft sich auf Twitter, spricht über Themen, beziehungsweise schreibt über Themen 140 Zeichen, bekommt eine hohe Geschwindigkeit dabei. Beim 100. hatten wir 1500 Tweets in einer Stunde und hat am Ende ganz viele Browserfenster offen mit ganz vielen Links, die man bekommen hat und braucht die ganze Woche, um das Thema aufzuarbeiten und tief in das Thema zu bekommen, das in dieser Stunde natürlich anscheinend oberflächlich angegangen worden ist, aber dann, wenn man genau hinschaut, im Laufe der Woche dann doch auch die Rückmeldungen über Twitter wiederkommen, dass Menschen Dinge nachgelesen haben, sich mit Themen beschäftigt haben, Dinge vertieft haben. Und das Schöne ist jetzt nach 100 Folgen auch zu sehen, dass Themenbereiche immer mal wieder aufgegriffen werden und auf dem Wege auch da so fast wie so ein Spiralcurriculum die Themen immer wieder auf einem anderen Level angegangen werden. Was sind denn die Top-Themen beim EdChat.de zum einen bisher gewesen? Also die haben ja wahrscheinlich auch unterschiedliche Zugriffe oder unterschiedliche Aktivität. Und zum anderen, was sind denn immer Themenkreise, die ohnehin immer wieder aufploppen? Interessant ist, dass Themen, die, sagen wir mal, in der Modediskussion so ein bisschen drin sind, obwohl Mode weiß ich gar nicht, in der Diskussion drin sind, ist sehr schwer haben, Mehrheiten zu finden. Also wenn ich mir so ein Thema wie Inklusion anschaue zum Beispiel, ich glaube, diese Woche könnte es was werden, aber das war jetzt 5-6 Mal in der Abstimmung und ist nie gewählt worden. Diese Woche sah es ganz gut aus bislang, ich muss mal wieder auf die Abstimmung schauen, wie es aussieht. Top-Themen ist immer... sind immer da gegeben, wo es um zwei Dinge geht, um digitale Geschichten und um quasi Praxistipps. Das sind so die Sachen, die wirklich super gut laufen. Und als wir vor 2 Jahren angefangen haben, haben wir noch davon gesprochen, dass das ein Chat für alle an Bildung interessierten Leute sein soll. Ist es immer noch, aber sowas entwickelt sich natürlich und das hat sich jetzt doch sehr stark in die Lehrerrichtung entwickelt, in die schulische Bildungsrichtung. Aber das ist dann so, wenn da der Bedarf da ist und sich so entwickelt, dann ist das so und sind wir auch mit zufrieden. Abstimmung, das heißt, ihr fragt oder ihr gibt die Möglichkeit, dass man selber auch Themen einbringt und oder schlagt ihr auch Themen vor? Ist das eine Mischung? Also in der Regel ist es wirklich eine Abstimmung. Am Ende des Chats können die Teilnehmer Themen vorschlagen. Da kommt immer die Frage 9, jetzt bitte Themen vorschlagen für nächste Woche. Das sind dann meistens irgendwie zwischen 5 und 10 und dann wählen wir 5 aus. Da sprechen wir uns dann schon ein bisschen ab, weil wir müssen es ja moderieren und auch Fragen stellen. Aber das fällt uns eigentlich immer leicht. Und dann haben wir die 5 Themen werden dann zur Auswahl gestellt. Die kann man dann auf Twitter faven. Damit machen wir jetzt ganz gute Erfahrungen. Vorher war es ganz offen, da wurde dann 2-3 Mal gefummelt und da hatten wir dann keine Lust mehr drauf, wie auch immer. Jetzt wird es gefaved und das Thema mit den meisten Faves wird dann diskutiert. Es gibt aber auch noch sogenannte Specials im Sommer. Da machen wir mal ein bisschen Ferien ab und zu. Dann haben wir eben Gastmoderatoren, die können sich dann dafür bewerben und dann gibt es immer eine Liste, immer 2er-Teams und die können dann eben ein Thema selber auswählen, weil die das ja dann nicht in der Routine haben und dann ist eben die Vorgehensweise dann so, ja.
das ist im Prinzip das, wie es funktioniert, aber es verändert sich, ne? Das ist ja auch, am Anfang war es anders, jetzt haben wir vielleicht auch andere Teilnehmerschaft und hat sich aber jetzt schon so eine Community gebildet, das finde ich irgendwo auch ganz spannend, also das ist, glaube ich, auch noch ein wichtiger Punkt an dem Chat, dass man zwar über Themen diskutiert, aber dass man auch einfach sich dann freut, dass man die Leute wieder trifft, ne? Und jetzt auch natürlich heute freut, dass man die Leute richtig trifft, ne? Und genau, das ist auch noch ein wichtiger Aspekt von dem Ganzen.